Mahlzeit, Freunde. Herzlich willkommen zu 030 Barbecue. Mein Name ist Bobby. Freunde, wir haben momentan miserables Wetter in Berlin. Es regnet schon seit 3 Tagen. Das stört mich eigentlich nicht beim Grillen. Also wir grillen immer. Aber heute gibt es mal ein kleines anderes Thema. Und zwar ganz, ganz viele von euch haben ja mitbekommen, wir haben wieder einen neuen Gewürzstern auf dem Markt. Für Griechenland alles quasi. Also alles für griechisches Essen. Und wir haben ja noch eine Menge andere Gewürze und Gewürzmischungen am Start. Und da kommt ganz, ganz oft von euch die Frage, sag mal Bobby, wie funktioniert eigentlich sowas? Wie entsteht denn sowas? Und dazu dachten wir uns, machen wir heute mal ein kleines Video. Also heute von der Idee zum Gewürz mit Besuch in der Spice Bar. Wenn ihr Bock drauf habt, dann bleibt einfach dran. Ja, Freunde, wie startet so ein ganzes Gewürz, also die Herstellung, der ganze Prozess einer Gewürzentwicklung? Natürlich erstmal in der Birne. Also in meiner Birne, in Sassis Birne und in der Birne von meiner Mutter. Und jedes Mal, wenn wir am Grill stehen oder am Herd und irgendwas kochen und irgendwelche Gewürze zusammenschmeißen, überlegen wir immer, was könnten wir Neues bringen? Welche Gewürzmischung fehlt uns noch? Welche Gewürzmischung wäre für euch richtig interessant? Was kann man einfacher machen? Was kann man verbinden miteinander? Was schmeckt richtig geil? Und irgendwann kommen wir dann immer auf eine Idee und sagen, ja, das wäre noch eine geile Sache. Der nächste Schritt ist, ich nehme mein Handy in die Hand und tippe eine WhatsApp an den lieben Kai, den Chef der Spice Bar, den Guru der Gewürze tatsächlich. Dieser Mann ist Gewürz pur. Dem schreibe ich eine WhatsApp-Nachricht und sage, Kai, wir haben da eine Idee, das und das hätte ich gerne. Ich gebe dem dann auch schon Vorschläge, wie die Gewürzmischung sein könnte, also wie wir sie schon zusammengebaut haben. Ein bisschen Thymian, ein bisschen Knoblauch, ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Kürbis. Also ein leichtes quasi Probe-Vorrezept und dann spreche ich erstmal mit Kai. Kai, wie sieht's aus? Was würdest du dazu sagen? Hast du da Bock drauf? Und Kai sagt dann, ja, ich würde da noch ein bisschen so und so. Und dann fangen wir an, das Ganze im Kopf schon mal zusammenzurühren quasi. Und so ist das erste Gewürz bzw. der erste Gedanke auch schon zusammengefasst. Ne? Der nächste Schritt ist dann, na, wir fahren zu Kai in die Spice Bar und dann geht's in die Entwicklung. Also, lange Rede, gar keinen Sinn. Ab in die Spice Bar. Na, zack, Zeitsprung, Freunde. Wir sind angekommen am wunderschönen Borsigturm in Tegel, Freunde, hier. Home of the Spice Bar. In diesem Riesending Dock 100 sitzt die Spice Bar auf, keine Ahnung, zig Etagen. Das werden wir gleich noch rausfinden. Und jetzt suchen wir mal den Kai. Und wir sind angekommen in der 4. Etage. Und Capiccio, ihr seht, guckt mal rein. Ja? Hier wird noch fleißig gearbeitet, obwohl Freitag ist. Das ist ja unglaublich. Sowas sollte bei uns auch mal funktionieren. Saskia, da solltest du mal drüber nachdenken. Ne? Und da ist er auch schon. Hi. Ja. Hi. Schön, dich zu sehen. Ja, schön, dass ihr mal da seid wieder. Hier, das lebende Gewürz quasi, also eine Gewürzmischung zum Mensch geworden. Kai, mein Gewürzpapst, mein persönlicher, habe ich ja schon gesagt, so, also der Mann, ich kenne niemanden, der sich so mit Gewürzen auskennt und sich so identifiziert mit Gewürzen wie der liebe Kai. Ja? Der Chef von der Spice Bar und du zeigst uns heute, wie das alles so funktioniert. Ja, genau. Wir können mal ein bisschen durchlaufen, ein bisschen über Gewürze sprechen. Ich habe ihm ja schon die Nachricht geschickt und habe gesagt, was ich mir so vorstelle. Das wäre jetzt quasi der nächste Schritt. Also wir treffen uns. Dann sagt er meistens noch, was er davon hält und wo ich mich ein bisschen bremsen muss. Ich bin da immer ein bisschen viel in meinen Ideen und in meinen Zutaten. Kai sagt dann, wie es richtig ist und wie es auch vernünftig schmeckt. Und dann haben wir irgendwann ein Rezept oder eine Grundlage vom Rezept und dann probieren wir einfach aus. Ja, oder wir finden noch mal einen kleinen Gewürzschatz, den wir noch zusätzlich mit reinkickern oder so. Findet er meistens. Ja, also das ist so der normale Ablauf. Jetzt geht es dann schon ins Probieren. Na, also nachdem ich Kai dann ordentlich nochmal Brain gewasht hat quasi, was in die Gewürze so rein kann und in die Mischungen quasi und was wir so benutzen können, sind wir jetzt auch schon an dem Punkt angekommen, wo wir anfangen zu testen. Das heißt, wir holen uns die einzelnen Gewürze hin und dann schmeißen wir zusammen. Na, wir sind doch ein paar mehr geworden, Kai. Wen haben wir denn jetzt noch da? Hier haben wir noch Lara und Jenny. Das sind unsere Special Gewürzmischprofis. Früher habe ich das alles selber gemacht und jetzt habe ich gute Leute am Start hier, die das echt gut können. Ja, ganz alleine schaffst du doch nicht mehr jetzt, oder? Nee, das ist nicht mehr so möglich. Und ich komme noch ab und zu und sage nochmal, ey, wollen wir nicht nochmal hier und da? Und das ist natürlich auch genial. Wenn ich so zurücklehnen kann und weiß, das ist in guten Händen. Und deswegen würde ich jetzt auch mal hier übergeben an die beiden. Ja, das heißt, wir haben hier quasi noch Rohmasse da, richtig? Ja. Kleiner Spoiler am Rande, wir arbeiten tatsächlich gerade an einem Gewürz, was auch in der schwarzen Dose dann kommen wird wahrscheinlich, ne? Ja, also noch was Neues. Wir hören ja nicht auf. So. Und da sind wir auch schon mit dem Rezept dabei. Das können wir natürlich heute nicht verraten. Aber natürlich gibt es dann Rohmaterial, richtig? Und dann fangen wir an mit Wiegen und Zusammenschmeißen, korrekt? So sieht das aus. Als erstes ist natürlich immer die Idee, wohin wollen wir und so weiter. Und dann sehr einfach ist es zu starten, erstmal mit Salz, weil wir da immer ungefähr wissen, wie viel wir da reinmachen. Hier steht der Salz. Da steht der Salz. Sehr schön. Waage ist am Start. Mit dem
Becher haben wir gerade schon abgezogen vom Gewicht. Und dann schauen wir mal. Hier wurde übrigens am Anfang, habe ich auch gerade gesehen, immer noch mit quasi Cups gearbeitet. Ne? Es ist sehr amerikanisch. Ja, wir sind ja noch nicht so lange aus Amerika raus und da wird ja alles mit Cups gekocht. Ne? Oh, da kommen wir noch ein bisschen. Hier. Also wird jetzt quasi Gewürz für Gewürz nach Gewicht erstmal zusammengeschmissen und dann gucken wir, in welche Richtung wir kommen. Wir lassen uns mal überraschen. Wir machen mal was fertig. Ja, und wir überlegen uns ja auch immer, wie kann man so Gewürze nochmal kicken. Du hast ja die Idee, sagst, ey, ich will das und das machen, das und das stelle ich mir vor. Und dann überlege ich immer so einen Kicker. Ne? Und ein Kicker ist zum Beispiel so ein Chimu-Pfeffer aus Nepal. Kai ist der Kicker. Ja? Dann kick doch mal deine Nase da rein. Kick doch da mal nach. Es ist eigentlich egal, an was ihr hier riecht. Es ist alles fantastisch. Ja. Und das ist halt mega zitronig, ne? Ist das der auch im Wasser noch? Das ist ein Bruder davon, ja, Verwandter. Oh, krass. Mm. Das ist schon abgefahren. Richtig, richtig heftige Zeug. Also so ein Pfeffer hatte ich auch noch nicht. Ja. Kommt der damit rein? Der kommt da rein. Ja, nur 1-2%, weil das reicht schon. Der hat so eine Power. Bis jetzt war in jedem von unseren Gewürzen so ein kleines Special drin, was der liebe Kai angestimmt hat. Und es hat immer gepasst. Ja, cool. Ich lasse mich ja auch von allem überzeugen. Ne? Und hierauf bin ich richtig gespannt. Und du hast ja gesagt, zum Beispiel, du willst Zwiebeln mit drin haben. Ne? Ja. Jetzt haben wir uns überlegt, wir nehmen Toastzwiebeln. Das sind keine Röstzwiebeln, sondern die ganze Zwiebel wird getoastet, wird so lange gegrillt, mehr oder weniger elektrisch, bis sie trocken ist. Und dann hat die halt so Röstnoten. Das ist dann das hier. Ne? Das würde ich halt machen. Ne? Das gibt so eine richtig herzhafte Geschichte noch. Deswegen liebe ich diese Meetings so. Ne? Hier werde ich hier quasi total. Das sage ich jetzt lieber nicht. Mein Kopf öffnet sich und er füllt den. Mit Geschmack. Jetzt haben wir hier ein bisschen was zusammengespielt, beziehungsweise die Ladies. Ja. Guck mal, wie das aussieht. Ja, das sieht schon geil aus. Und auch hier muss ich wieder sagen, es duftet fantastisch. Was war dann immer zum Testen? Ganz wichtig ist ein Glas Wasser, tatsächlich kein Bier. Wobei das Bier dann meistens am Arsch später dann, noch, ne? Aber ein Glas Wasser und dann kriege ich immer Löffelchen gereicht quasi und muss dann immer schon mal Probe probieren. Am Anfang probieren wir tatsächlich immer nur das Gewürz, klassisch, ohne irgendwas anderes. Der zweite Schritt, wenn wir uns dafür dann entschieden haben, ist dann natürlich immer die Verkostung mit dem entsprechenden Fleisch oder mit ganz viel Fleisch meistens. Wir grillen uns da ordentlich einen raus. Dieser Prozess dauert tatsächlich jetzt aber auch viel, viel länger, als ihr das heute seht, weil diese Mischgeschichten gehen dann 5-mal hin und her. Auch per Post kriegen wir das wieder nach Hause, weil der Kai dann wieder sagt, nee, wir haben noch was geändert. Ich sage dann, ich möchte noch ein bisschen mehr Salz, ich möchte noch ein bisschen mehr Zimt drin haben oder irgendwas. Und bis wir dann uns angeglichen haben quasi und das perfekte Rezept gefunden haben, vergeht da auch... Ich glaube, letztes Mal haben wir auch gebraucht, 6 Monate knapp. Ja, also es kommt ja immer drauf an. Manchmal hat man so ein Ding, wo du sagst, ey, mach doch mal das. Dann sag ich, okay, das noch. Und dann schicken wir es hin und sagst, geil, sofort, super. Ja. Und manchmal braucht man auch mal die 8. Runde noch. Ne? Ja, weil vielleicht doch noch mal ein Stückchen ne, und ja. So. Wir wollen ja auch immer das perfekte Ergebnis kriegen oder das für uns perfekte Ergebnis. Alle, also auch die Jungs und Mädels aus der Spice Bar, sollen natürlich damit erstmal einverstanden sein. Und wenn das durch diesen kleinen Testkreis gelaufen ist, dann ist es auch was für euch. Aber hier muss ich jetzt mal probieren. Haben wir noch ein Löffelchen da? Ja, kann ich noch ruhig? Mhm. Auf die Hand, oder? Ja. Ja, so machen wir das tatsächlich bei der Spice Bar immer. Wir nehmen uns ein bisschen was, damit man halt nicht an dem Löffel dran ist. Machen uns das aufs Handgelenk. Und dann rennt in die Nase. Achso. Ab das so, es sah fast so aus. Es kann man den Löffel halt immer wieder verwenden. Wie gesagt, ich kann noch nicht verraten, was das wird, aber die Richtung stimmt. Wird schon ganz gut, ne? Ja, was wir immer machen, ist immer einmal Trockentest, das, was wir jetzt hier machen, dann nochmal auf Butter, weil das funktioniert auch nochmal anders, ne? Und dann bist du ja am Zug. Ja, dann mit Bier. Dann mit viel Bier. Also am Ende kommen wir dann auf jeden Fall auf eine Mischung, die ist dann auch festgeschrieben hier und in Stein gemeißelt. Und dann geht es auch schon weiter ins, wie heißt die Abteilung? Mischerei. Da gehen wir jetzt mal hin. Ah, zack. So, wir sind hier an der LKW-Rampe. Also Warenanlieferung. Heute ist nichts mehr da. Und hier geht's in die Anlieferung rein. Also, Sesam, öffne dich. Ah, funktioniert das sogar. Zack. Und da ist Kai auch schon wieder. Willkommen im Lager. Ja, willkommen im Lager. Also hier Hauptanlieferung, richtig? Genau. Also unsere Container und so weiter, was wir dann importieren aus Kambodscha, Indien, Nepal, Griechenland, kommen dann hier an. Die LKWs docken hier an und dann werden die gelöscht. Kommt erstmal alles auf die Fläche. Da waren wir heute schon fleißig, haben schon alles verräumt. Ja, ich wollte sagen, ist nichts mehr da. Ja, genau. Und jetzt gehen wir mal ins Lager gucken, da steht's nämlich. Super. Ab. Und hier sind wir jetzt im Hochlager, ne? So sieht das aus, wenn das alles verräumt ist. Alles voll mit Gewürzen und ihr glaubt nicht, was hier für ein Geruch drin ist. Was haben wir denn? Aus der ganzen Welt habt ihr Gewürze, oder? Ja,
Deutschland auch. Aber wenn es sein muss, auch bis nach Nepal. Haben wir gerade was gekriegt. Nepal? Ja, wollen wir mal gucken? Was gibt's aus Nepal, Freunde? Da haben wir einen wilden Assam-Pfeffer. Assam-Pfeffer aus Nepal? Der ist richtig gut. Oh, hier ist aber richtig, hier steht richtig was drin, Freunde. Ah, so kommt das an. Das ist eine Luftfracht, genau, weil von dem Pfeffer gibt es nicht viel. Ja. Da wird immer nur relativ wenig geerntet und wir fliegen es dann rüber. Nepal hat ja auch keinen Hafenzugang. Okay. Und der Pfeffer ist echt speziell, den können wir uns ja mal angucken. Warst du da auch schon mal gewesen in Nepal? Ja, da war ich auch schon, genau. War oben in Timuri, bin ich von Kathmandu rüber geflogen nach Nepal Ganji und dann richtig berghoch. Und da leben wirklich indigene Völker, die sammeln da und so weiter. Das ist echt krass. Also Kai ist auch tatsächlich dafür bekannt, ne, dass er eigentlich quasi fast jedes Heimatland seiner Gewürze, die er hier verarbeitet, auch besucht, um sich das anzugucken, wie sind die Begebenheiten vor Ort. Ne? Läuft das da alles auch richtig? Und hier? Also selbst das riecht schon. Was? Das riecht, das riecht. Reingucken. Ja, gucken wir mal rein jetzt. Also. Man sieht schon, das ist alles mehrfach verpackt, damit es auch kein Schaden nimmt. So. Und guck dir das Schätzchen mal an. Ne? Also sieht ganz anders aus. Sieht aus wie eine Brombeere. Ja. Und du riechst es ja schon, ne? Das ist unglaublich. Also was da für ein... Das ist wirklich, und da merkt man auch, da ist die Liebe. So, also die Liebe entsteht ja auch durch den Geruch einfach nur. Ne? Ja. Also der Geschmack und der Geruch zusammen. Und das, Freunde, das macht wirklich Eindruck. Das macht, wie viel ist drin in so einem Sack? 25 Kilo. 25 Kilo, okay. Und wenn du halt das erste Mal so eine Jahresernte, ne, wenn du die frisch kriegst, die war ja die ist ja geflogen, die ist ja vor ein paar Wochen, war die noch in Nepal, ne, in den Steilhängen. Oder wurde da getrocknet. Und wenn du dann hier aufmachst und das riechst und dann es in der ersten Mischung drin hast und so weiter, das ist einfach der Hammer. Ne? Grandios, grandios. Ja. Und diese guten Gewürze werden hier verarbeitet, Freunde. Weil man muss diesen Pfeffer sehen, ne? Der ganz anders ist. Ne? Kommt das rüber auf der Kamera? Mhm. Dann sieht nicht mehr aus wie normaler Pfeffer. Ja. Und der schmeckt auch ganz anders. Und den kannst du halt super kombinieren mit was Süßem. Ne? Wenn du da irgendwie eine schöne Marmelade oder einen Honig dazu oder so. Das kann ich mir gut vorstellen. Und dann auf einen guten Steak oder sowas. Ja, gerne auch mal eure Rezeptideen unten in die Kommentare, Freunde. Ja? Ja. Was könnt ihr alles mit gutem Pfeffer machen, was jetzt nicht die klassische Pfeffernutzung ist quasi. Also süß ist immer gut, ne? Ja, ja, gerade der, weil der so herb ist. Ne? Wenn du so herbe Pfeffer mit Süßem kombinierst, das ist halt richtig gut. Ne? Wirklich, wirklich gutes Zeug. Ja. Und eine ganz andere Schärfe. Also, Ware ist da, dann gehen wir mal zum Zusammenmischen, wa? So, zack, Entwicklung ist durch. Wir sind jetzt in der Abfüllung, die findet hier hinter uns statt. Dafür werden wir uns erstmal ein bisschen verkleiden. Also ich glaube, ich kriege so ein Haarnetz hier und so und vielleicht noch ein bisschen Uniform. Wir gucken mal und dann gucken wir uns die Abfüllung an. Also das ist jetzt so ungefähr der komischste Moment in meinem Leben, glaube ich, so wie ich jetzt gerade aussehe. Wir haben uns quasi hygienisch eingepackt. Ist gut, oder? Und fangen jetzt an in der Rohware. Also hier, Freunde, wird die Rohware von unten. Unten ist das Hauptlager, wa? Tatsächlich sind wir gerade unten, also das Hauptlager ist da drüben. Wir sind also im ersten Stock, aber das Hauptlager ist da drüben. Also Rohware kommt hier rein, hier wird gemischt. Also wir haben hier große Mühlen stehen, Mahlkönigmühlen, da wird dann alles zusammengemischt und in diesen großen Dingern einfach alles schön verquirlt, natürlich nach den Angaben, die vorher schon ausgemessen wurden. Und wenn die Ware fertig ist, dann geht es zur Abfüllung. Ja, ist wirklich ein riesengroßer Mischer und das riecht hier drinnen. Guck mal da rein. Ja, was ist denn da jetzt gerade drinnen? Wir wissen es nicht, oder? Naja, man darf ja nicht alles verraten. Achso, ist was Neues? Ist was Neues. Ist was Neues, Freunde. Also seid gespannt auf jeden Fall. Hier kommen ja quasi täglich neue Gewürze aus der Speisbar. Die sind nämlich fleißig. Tun unser Bestes. Ja. Ach so, und hier ist jetzt ein bisschen lauter, deswegen hoffe ich, ihr hört mich noch. Freunde, Abfüllung, ja? Also in diesen Geschichten wird jetzt gleich Rohmasse eingefüllt und das geht alles in Dosen. Die fleißigen Helfer auf den kleinen Laufbändern arbeiten hier. Also kommt mal mit. Also da hinten geht die Dose und hier kommen die Dosen raus, Leute, die kennt ihr, oder? Das sind jetzt silberne Dosen, unsere Gewürze kommen in den schwarzen. Aber das wird dann je nach Prozess einfach umgestellt. So wird das abgefüllt, weiter geht's. Etikettierung, die kommen auch gleich dazu. Läuft hier durch, dann guck mal, zack. Wieder eine Reihe fertig. So, die kommen jetzt in die Trays. Und ab ins Lager.
Ah, so, und wir haben jetzt nochmal die Chance bekommen, in die Handabfüllung zu gucken. Das ist quasi für die Gewürze, die nicht in riesigen Mengen nachproduziert werden müssen oder können gerade, richtig? Genau, ja? Also manchmal liegt es daran, dass wir gerade nicht genug von irgendwas da haben, vielleicht, dass wir es ein bisschen kleiner machen müssen. Um einfach wieder aufzufüllen, weil wir wollen ja immer, dass ihr alle eure tollen Sachen bekommt. Ja, das ist richtig. Auch gerade für Sonderwünsche und sowas wird dann auch mal was mit Hand abgefüllt. Ist aber für uns ganz gut. Lara zeigt uns das jetzt, weil da sind die Damen ein bisschen ruhiger als unten, ne? Ja, ist nicht ganz so laut. Ist nicht ganz so lärmig. Also genau. Wir gucken mal rein, kommt mal mit. Und hier wird schon fleißig gearbeitet. In dem Fall jetzt für uns tatsächlich nochmal Jammers zur Abfüllung. Kommt mal ran. Oh, hier ist alles schon vorbereitet. Da, seht ihr nochmal, ne? Ich darf hier in Dosen. In der Handabfüllung läuft das jetzt eigentlich genauso wie in der großen Abfüllung, nur eben per Hand, ne? Sagt ja schon der Name. Also Jammers Gewürz hier, guck mal, in rauen Mengen schon fertig. Und dann geht das quasi in unser Döschen, kurz auf die Waage. Wir wollen ja auch überall die richtige Menge drin haben. So, dann kommt der Deckel rauf, zack, und dann Etikette. Alles noch mit Hand. Also ihr seht, Freunde, hier wird auch viel mit Hand gemacht. Ja, das ist Wertarbeit. Das ist wirklich Wertarbeit. Fertig. Fertig. Jammers. Haben wir schon angestoßen? Ich hätte gerne noch Lara, so eine Uso da irgendwo. Heute ja. Nicht. Ja? Vielleicht finden wir noch einen Uso. Also, Handabfüllung habt ihr jetzt auch nochmal gesehen. Wie gesagt, der große Vorteil ist, es ist deutlich ruhiger als unten. Ne? Die großen Maschinen machen natürlich viel Krach. Aber das Produkt ist das gleiche und vielleicht sogar in der Handabfüllung noch ein bisschen mehr Liebe drin. Ja, doch. Ja? Viel Liebe. Das ist viel Liebe gegeben. Vielen lieben Dank an euch alle, ja? So, Jammers ist fertig. Jetzt aber ins Lager. Jetzt herzlich willkommen im Versandlager. Ne? Und das ist ein bisschen größer geworden. Als wir letztes Mal hier waren, waren wir da tatsächlich noch ein bisschen kleiner. Jetzt haben wir hier massiv an Fläche und massiv an Gewürzen. Also hier werden alle fertigen Produkte quasi zwischengelagert, bevor sie dann von euch hoffentlich bestellt werden. Ne? Genau. Und dann auf die Reise gehen, oder? Ja, also alles, was ihr so über meinen Online-Shop bestellt, wird hier quasi gelagert, gepickt, gepackt und direkt zu euch geschickt. Und ich sehe da auch schon die erste schwarze Dose. Oh. Schwarze Dosen sind immer gut, Freunde. Na, was haben wir hier stehen? Graf Koks haben wir hier stehen. Mhm. In rauen Mengen. Kaum ist es da, ist es schon wieder weg. Ja, ist auch immer ein bisschen, ist immer ein bisschen begrenzt, glaube ich, habe ich das Gefühl, oder? Ja? Also Graf Koks ist immer heiß begehrt. Ja, das freut mich sehr. Ja? Hier sind die nächsten. Guck mal, Berliner Schnauze steht hier auch rum. Also wir finden hier überall kleine schwarze Picker. Oh, Kartoffelknaller. Auch ein sehr, sehr geiles Zeug. Solltet ihr auf jeden Fall mal auschecken. Ja? Dann, was haben wir hier noch? Kreuzkümmel. Das war den wir im Wasser hatten, der für Fisch so gut ist. Ah, der Limanpfeffer. Tatsächlich. Kai hat mir vorhin ein Wasser angeboten bei der Besprechung. Da war Pfeffer drin. Und ich dachte, was ist das denn? Und es schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Ja, zitronig, hat er so in sich. Kann man mal machen. Mhm. Ah, ja. Und hier haben wir auch schon wieder gefunden. Guck mal, da steht die Mestermische. Und da hier scharfe Keule. Zwischendurch steht Al-Arabiata. Ich kann das immer nicht aussprechen. Al-Arabiata, richtig? Ja, und die Jartenmische. Und die Jartenmische. Wundert euch nicht, dass das hier nicht alles auf einer Stelle steht. Das ist eine chaotische Lagerhaltung. Eine chaotische Lagerhaltung. Ja. Das ist alles computergestützt und organisiert. So schaffen sie es, dass sie möglichst wenig freie Flächen haben und dass der Computer immer sagt, wo irgendwas hin soll. Und da wird es dann auch wieder rausgenommen aus den Fächern, richtig? Genau. Hat man so optimierte Laufwege, damit es schneller geht und nur die Software weiß, wo was steht. Geht aber auch sehr schnell. Ihr wisst Bescheid, Freunde. Spicebar liefert und verpackt sehr, sehr schnell. Und hier, ihr seht, was hier alles in den Regalen steht. Nur das Feinste vom Feinsten. Tonkabohnen, Freunde. Auschecken, auf jeden Fall. Steinpilz, Meersalz. Oh, hier ist auch noch eine Menge dabei, tatsächlich. Also ich glaube ja, dass ich jemand bin, der schon sehr, sehr viel von der Spicebar probiert hat. Alles habe ich auch noch nicht geschafft. Ja. Das Souflaki-Gewürz hast du auch noch nicht probiert, oder? Souflaki? Ja. Hm, halt doch, ich glaube, das hatten wir schon drin. Ja? Ich habe mir da auch, glaube ich, ein bisschen was abgeguckt für mein Jammers. Ah, okay. Ja? Aber auch sehr gut. Okay. Ja? Jammers, Freunde. So. Und hier oben auch noch. Atze. Siehst du, auch alleine. Icke fehlt. Icke steht woanders. So, und was hast du gesagt? Wir haben jetzt hier 500 Quadratmeter nur Verpackungslager quasi. Ja, im Versandlager. Versandlager. Ich bin noch nicht ganz so fest in den Begriffen. Und insgesamt 3000 Quadratmeter Spicebar? Genau. Das ist schon mal ordentlich, oder? Aber ihr seht ja auch, wir brauchen den Platz. Ja, was ist genau. Da noch? Das ist Rauchsalz Premium, ne? Das ist so super intensiv geräuchert, ne? Wo sich Leute mal wundern, warum das so klebt. Das ist, weil das halt so viel Rauch hat, ne? Richtig geil. Kleben ist Geschmack, Freunde. Ja. Kleben ist Geschmack. Und da ist Ecke. Da ist Ecke. Siehst du, also hier geht nichts, hier geht überhaupt gar nichts verloren. Ah, und hier wird alles, was? Pick und Pack, hast du gesagt? Also hier wird gepackt, genau. Also die Sachen, die gepickt wurden, da wird hier der richtige Karton genommen. Wird eingewickelt, gescannt, verpackt und dann auf den Postwagen gelegt.
Und dann geht's schon zu euch. Also ich würde sagen, ihr hattet einen kleinen Eindruck, wie so ein Gewürz entsteht, wie das hier produziert wird. Erstmal vielen Dank für die Gastfreundschaft, ne, dass du uns mal wieder schön geführt hast. Wir gehen auch noch was essen. Ich werde mich hier auch noch mal ein bisschen verhamstern, glaube ich, oder? Ich werde mir mein großes Körbchen schnappen und dann werde ich mir mal ordentliche Gewürze mitnehmen. Wenn ihr auch Bock habt, natürlich Freunde, auf Spicebar Gewürze, dann nicht vergessen, ersten Link in der Videobeschreibung auschecken und mit dem Gutscheincode SPICY030BBQ 5 Euro Rabatt auf euren Warenkorb ab 15 Euro auf keinen seinen Nacken und auch auf meinen, oder? Spicebar auschecken, Freunde. Ihr wisst Bescheid. Wenn euch dieses kleine Video gefallen hat, dann checkt die Spicebar aus. Ne? Ballert Kommentare über ein Like und ein Abo. Mich freuen. Facebook ballern, Instagram ballern. Unseren Shop auschecken. Ihr wisst Bescheid. Das war Bobby und Kai. 030 BBQ und die Spicebar. Wir sind draußen. Wir sehen uns am Grill.